glaube, dass es so einen Film noch niemals gab, also in der Intensität sozusagen. Ich glaube, wir haben hier schon, uns schon einiges getraut. Es fühlt sich so an, als würde man einfach mit Freunden ein komplett eigenes Projekt umsetzen. Es sind nur Menschen dabei, die dieses Projekt lieben und die so viel Leidenschaft dafür aufbringen. Wir haben sozusagen einen Familienfilm gemacht. Willkommen jetzt. Wir haben einen Mega-Regisseur, einen tollen Kameramann und irgendwie sind wir drei so eine ganz, ganz coole Gruppe. Spitzenmäßig, soll ich sagen. Super. Ich glaube, viele vom Team sind auch mit Junet befreundet, mit denen er schon öfters zusammengearbeitet hat. Und das merkt man natürlich auch am Set, dass dann so eine entspanntere Atmosphäre ist. Was läuft hier für eine Scheiße? Das ist erstens auch mein Junge, mein Freund. Und ich glaube, das Schöne ist, dass wir uns beide angucken, nicht viel sagen müssen. Und beide auf jeden Fall ganz schön was an der Klatsche haben. Dieser Film war wirklich mit Kumpels gedreht und mit guten Freunden. Die Crew, die sind wie so eine Hippie-Truppe. Wir haben gut viel Spaß. Beim letzten Mal haben wir in dem originalen Puff gedreht. Das war auch mal eine Erfahrung. Ja, ne? Haben wir gesagt, jetzt kommen wir öfter. Ja, genau. Die Visitenkarte haben wir eingesteckt. Kann man nur empfehlen. Lady Nina. Ich versuche da mein Bestes abzuliefern, weil es halt auch einer der ersten Netflix-Filme ist. Ich finde, dass Netflix eine unheimlich tolle Plattform bietet für kreative Filmemacher. Momentan besser als Kino, weil die ganze Welt sieht deinen Film. Ja, überleg mal, weltweit zu sehen. Verrückt. Ich finde auch schön, dass Leute international deutsche Filme angucken können und dann auch sehen, dass wir es auch können.